Aber wir haben jetzt auch unseren nächsten musikalischen Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Das ist der Tobias. Hier sehen wir ihn zu einer Zeit, als er bei seinem Großvater Klavier gelernt hat. Sein Opa war nämlich Musikprofessor. Und da muss man sich nicht wundern, wenn der Enkel später den renommierten Echo-Preis bekommt und einer der bekanntesten und vielseitigsten klassischen Pianisten wird. Besonders geliebt wird er für seine Seitensprünge, natürlich rein musikalisch. Denn für ihn hat Musik einfach keine Grenzen. Und darum sehen wir ihn jetzt auch mit den Innsbrucker Böhmischen und Tobias Forster. Innsbrucker Böhmischen und Tobias Forster. Tobias, komm zu mir. Das war ganz, ganz hervorragend, was ihr uns da gerade zu Gehör gebracht habt. Wunderschön und quasi die Hymne des heiligen Nikolauses. Lasst uns froh und munter sein. Ja. Und du hast ja auch schon Erfahrungen als Aushilfs-Nikolaus gemacht. Erzähl mal. Du hast zwei kleine Kinder zu Hause? Ja, ich darf es ja eigentlich gar nicht sagen, aber wahrscheinlich schlafen die beiden schon. Ja, ich musste einmal aushelfen als Nikolaus. Und war schon fertig verkleidet und habe dann gemerkt, oh, an meinen Schuhen erkennen mich sicher die Kinder. Habe ich die Schuhe ausgezogen und bin dann barfuß durch den Schnee von draußen gekommen. Das war dann auch eine Möglichkeit. Sehr eindrucksvoll für die Kinder. Ja, also bei mir war das so, als Kind hatten wir auch den Weihnachtsmann zu Besuch und er hatte die Hausschuhe vom Papa an. Ach so. Na? Genau. Und Sie, liebe Zuschauer, dürfen natürlich immer noch bei unserem Nikolaus-Spiel mitmachen. Wenn Sie glauben zu wissen, wer der Aushilfs-Nikolaus in unserer Sendung ist, dann rufen Sie an unter der 0180-244-7777. So, und lieber Tobias, du hast uns auch noch etwas ganz besonders Schönes mitgebracht. Ja, das ist das
Schatzkästchen, das schon eine ganz lange Tradition hat. Das bringt das der Nikolaus immer mit. Mal her und halt's mal in die Kamera. Das schaut nämlich wunderschön aus. Ja, das kenne ich schon. Als ich Kind war, da hatte das der Nikolaus schon mit. Und toll. Die kleinen Kinder dürfen dann öffnen, ja, aufmachen, hineinschauen. Und wenn sie ganz intensiv hineinschauen, dann können sie mit etwas Glück einen Engel sehen. So, und dann zeige ich Ihnen auch, was da drin nämlich ist, nämlich ein Spiegel. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz süße Idee. Ja, die kleinen Engelchen, ja, genau, haben sich selber als Engelchen gesehen. Wunderschön, Tobias Forster. Dankeschön. Danke auch. Und an dieser Stelle.